Endlich ist das neue Veldel-Championat zurück. Damit wir daran teilnehmen können, wartet aber erstmal eine Quest auf uns. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ich befinde mich hier gerade schon am neuen Champi-Platz, der, glaube ich, auch ein bisschen verschoben ist, ne? Da hinten ist der damals gewesen. Hier oben hinterm Haus. Hier war der. Das ist jetzt aber alles überarbeitet und angepasst worden. Ich meine zumindest, dass der da gewesen ist. Ja, hier war der doch nicht. Der ist weiter nach unten gerückt. Guck, der war früher da oben. Da bin ich mir sehr sicher. So, und hier wartet Rory mit einem kleinen Huffy auf uns und hat eine neue Quest für uns. Der Huffy hat einfach eine Rennbrille auf. Wie geil ist das denn? Boah, ich liebe das Outfit. Richtig schick. Helm, check. Sicherheitsweste, check. Vernünftiges Schuhwerk, check. Oh, ich habe dich gar nicht gesehen. Ja, Augen auf. Augen offenbar nicht, check. Uncheck. Sieht aber super cool aus. Wie süß einfach dieses Zaumzeug ist. Es ist, oh, ich find's richtig gut. Ich bin hier, um dir das Veldel-Championat zu präsentieren. Du hast die anderen Jerks unten in Moorland und vor Pinter wahrscheinlich schon kennengelernt, oder? Nein? Jerk ist keine Beleidigung. Das ist der Name unseres Komitees, das Jorviksche Elite-Rennkomitee. Inzwischen weißt du bestimmt schon, wie das alles läuft. Deswegen gibt es von mir nur eine kurze Zusammenfassung. Es gibt einen Zeitplan für die Meisterschaften, die drei besten Reiter gewinnen Schleifen und wenn du oft genug teilnimmst, bekommst du irgendwann Zugang zum Profishop, wo es die coolste Reitausrüstung gibt. Die Landschaft von Hollowoods ist komplett anders als die Felder im Süden Silverglades. Also mach dich auf einen heftigen Ritt auf schwierigem Terrain gefasst. Ich bin sehr gespannt. Ich hätte übrigens auch gerne so Sommersprossen für unsere Charaktere. Das fände ich sehr, sehr schön, wenn es sowas gäbe. Jetzt, wo das besprochen ist, kannst du aufs Spielfeld stürmen. In den Wald. Uhu! Du und Luna solltet euch erstmal mit der Strecke vertraut machen, ehe es ernst wird. Habe ich erwähnt, wie wichtig Sicherheit ist? Sieh zu, dass du einen Helm und vernünftige Reithandschuhe trägst und dann kann es losgehen. Ja, haben wir alles. Okay, wir stürzen uns direkt in die Strecke. Ich muss gleich mal gucken, zu welchen Zeiten das Championat stattfindet. Alter, was war das denn gerade für ein Geräusch? So, ich versuche jetzt gerade direkt mal, möglichst gut durchzukommen. So, da haben wir direkt einen Beschleunigungswind, der mich jetzt aber irgendwie... Er hat mich halt irgendwie gar nicht beschleunigt. Es kam mir gerade voll langsam vor. Und die Musik ist... nicht verstörend, aber irgendwie unharmonisch. Oh, das sah cool aus mit den... wenn wir da durchspringen, dann haben wir auch wieder einen Boost. Oh, oh, oh. Die scheinen aber normalen Halt zu haben. Was hat mich jetzt hier verlangsamt? Wir müssen... Ah, nee, warte mal. Wir haben hier nicht komplett normalen Halt auf dem Wasser. Wir schwimmen so ein bisschen quasi mit runter. Okay, okay. Aber die Musik, also ich hätte die Musik anders schöner gefunden oder hätte man abkürzen können. Weil ich finde, ein Championat mit so bedrohlicher Musik, auch wenn es ein Unwetter ist, was hier gerade stattfindet, fühle ich jetzt gerade noch nicht so. Ach, da geht's weiter. Jetzt hat mich wieder der Hirsch mitgenommen. Jetzt hat mich ein Ast erschlagen. Wobei das halt schon echt cool ist, wie die Bäume da runterkommen. Also das finde ich richtig, richtig nice gemacht. Okay, da hat man direkt schon wieder rechts rumgemusst. Es ist ein langes Championat. Es ist ein echt langes Championat hier. Krass. Die Musik, die wir jetzt gerade haben, die hätte ich mir fürs Komplette gewünscht. Auch. Was war das?
auch da zu dem Zeitpunkt, wo das Wetter nicht so gut war. Das gibt, die gibt mir eher Chumpy-Vibes, finde ich. Boah. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich finde das alte Veildale-Championat cooler, oder? Was meint ihr? Das hast du großartig gemacht. Wenn du noch einmal üben möchtest, sprich mich einfach an, während gerade kein Championat läuft. Gut, wann sind denn die Championate, Leute? Müssen wir doch mal gerade reingucken. Highscores, Zeitplan für die Meisterschaft. Jetzt gucken wir uns mal gerade noch das Outfit an, was es hier gibt. Das ist genau, das ist das, was wir eben auch schon gesehen haben. Einmal ohne Sperrriemen, einmal mit Sperrriemen, mit dieser schönen Verzierung drauf. Mit den schönen Streichkappen und Gamaschen. Dann haben wir hier diese schöne Satteldecke, den passenden Sattel. Ja, und Satteldecke haben wir wieder einmal die nicht verzierte Form, einmal die verzierte Form, auch mit rumgedrehter Farbe quasi. Und für uns haben wir zwei Tunikas. Elite-Tunika mit so einem verzierten Gürtel und die normale Tunika. Genau, und die kriegen wir mit. Ja, die können wir jetzt schon kaufen. Und die Sachen, die wir uns erst noch erarbeiten müssen, da müssen wir erst noch freundlich sein. Bewundert, gemocht. Also das hat unterschiedliche Stufen. Genau. So viel dazu. Leute, lasst mich das noch einmal reiten. Ich weiß nicht, was ich eben für eine Zeit hatte. Aber das würde ich mir gerne noch mal angucken. Ich hätte auch einfach da drauf klicken können. Wow. Ja. Ich glaube zumindest, ich hätte auch einfach da drauf klicken können, dass mir dann nur Veildale angezeigt wird. Oder kann ich vielleicht auch filtern? Muss ich gleich nochmal gucken. Ich möchte jetzt erstmal schauen, ob ich eine gescheite Zeit hier hinbekomme. Eine bessere Zeit hinbekomme. Ja, aber ich muss trotzdem sagen, also das alte Veildale-Championat hat mir besser gefallen. Das alte hat mir besser gefallen. Ab hier mag ich jetzt auch die Musik wieder nicht. Ich finde die einfach viel zu krass durcheinander. Dafür, dass ich mich in einem Championat so konzentrieren muss, möchte eigentlich. Entweder kriege ich da den Wind nicht oder ist nur optisch. Das wird mit Sicherheit auch eine... Ich verstehe nicht, wo ich da durchgeritten bin. Da war doch gar nichts. Da habe ich jetzt gerade einen Reh mitgenommen. Aber wo bin ich da eben durchgeritten? Ja, also ich muss ehrlich sagen, mich macht die Musik kirre. Für ein Championat ist das nichts für mich. Wie gesagt, ich zum Glück mache die Musik eh immer aus, wenn ich wenigstens ein Fails reite oder sowas. Weil dann mache ich sowieso eigene Musik da rein. Okay, jetzt habe ich hier aber den Wind nicht mitgenommen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich finde es irgendwie schade. Ich habe mich so lange auf das Veildale-Championat gefreut. Es mir so gefehlt hat. Aber für mich persönlich ist es ehrlich gesagt nichts. Aber das ist eine persönliche Geschmackssache. Ich bin jetzt echt super, super gespannt, was eure Meinung so zu dem Thema Veildale-Championat ist. So, hier habe ich diesmal immerhin schon dran gedacht, dass ich da ein bisschen anders reiten muss. Warte mal, hier links geht's weiter. Ich kann mir halt auch... Ich finde den Weg auch irgendwie überhaupt nicht einprägsam. Ich weiß nicht, das ist irgendwie... Für mich haben die meisten Championate... Hier, guck, da weiß ich auch nicht. Ich bin erst hängen geblieben und dann ist der Hirsch durch mich durch. Das verstehe ich auch nicht. Also für mich sind die meisten Championate irgendwie einprägsam vom Weg. Der hier leider gar nicht. Weil es für mich irgendwie einfach nur wie Kraut und Rüben rumgeht. Also das war jetzt gerade schon eine bessere Zeit, aber ich weiß nicht. Ich muss ehrlich sagen, so richtig anfreunden kann ich mich jetzt mit dem Championat leider nicht. So, kann ich jetzt hier nur das sehen? Ja, genau, da sehen wir es. Ach, meine Güte, ja. Hätte ich mir eben vielleicht angucken müssen. Ja, gut. Vielleicht schneide ich es dann einfach raus. Also ihr Lieben, für diejenigen, die jetzt nicht live bei der Aufnahme dabei gewesen sind, ich habe eben hier unten
nicht hier, sondern hier über Highscores und Zeitplan für die Meisterschaft habe ich mir das rausgesucht, aber wir können es ja uns hier einfach angucken. Das Vail-Dale-Championat findet statt montags um 6 Uhr, 10.30 Uhr, 14 Uhr, 23 Uhr, dienstags 5.30 Uhr, 10 Uhr, 13.30 Uhr, 17.30 Uhr, 22.30 Uhr, Mittwoch 5 Uhr, 9.30 Uhr, 13 Uhr, 22 Uhr, Donnerstag um 4.30 Uhr, 9 Uhr, 12.30 Uhr und 21.30 Uhr. Freitag 3.30 Uhr, 8 Uhr, 11.30 Uhr und 20.30 Uhr. Samstag um 3 Uhr, 9 Uhr, 13.30 Uhr und 22.30 Uhr. Und sonntags um 2 Uhr, 8 Uhr, 12.30 Uhr, 17 Uhr und 21.30 Uhr. Ja, und da jetzt heute das nächste Championat erst um 22 Uhr stattfindet, wie gesagt, werdet ihr das heute nicht mehr von mir sehen, denn das werde ich, werde jetzt gleich die Folge direkt rendern. Und, nicht erst irgendwann heute Abend um 22.30 Uhr oder sowas. Das wird mir dann nämlich alles zeitlich zu eng. Das heißt, ich werde mal noch eine Winds and Fails-Folge damit aufnehmen. Die Tür klingelt, ich verabschiede mich. Bis dahin, tschüss!